15.000 Teilnehmer. Es ist das größte Hackertreffen Europas. Nicht in allen Bereichen darf gefilmt werden. Journalisten bekommen Aufpasser, sogenannte Medienengel. Und Kameras, die sonst die Besucherströme aufzeichnen, sind abgestellt. Der Chaos Computer Club will kontrollieren, was von seinem Kongress nach außen dringt. Eine Vorsicht, die viele bei ihren eigenen Daten längst verloren haben. Man kann heutzutage ja alle Dienste kostenlos bekommen. Ein E-Mail-Konto, ein Cloud-Speicher, irgendein Messenger. Und man fragt sich ja eigentlich, wie diese Unternehmen überhaupt Geld verdienen. Also sind das alles karitative Unternehmen? Nein, diese Unternehmen leben davon, dass sie viel über uns wissen und dieses Wissen auswerten, um daraus einen finanziellen Vorteil zu erlangen. Problemanalyse ist das eine. Das andere ist das Nachdenken über Lösungen. Und gegen Datenabschöpfen gäbe es vor allem eine Lösung, Geld ausgeben, zum Beispiel für E-Mail-Dienste. Dass die nicht darauf angewiesen sind, unsere Daten zu sammeln, sondern wenn ich einen Betrag bezahle, um ein E-Mail-Postfach zu bekommen, dann kann ich auch verlangen, dass das datenschutzfreundlich gehandhabt wird. Der sorglose Umgang mit den eigenen Daten, aber auch die Überwachung durch den Staat und Sicherheitslücken auf Handys und Computern. Es sind viele Themen, die die Hackergemeinde bis zum Wochenende diskutiert.